Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Lass uns doch mal gucken, wie lange unsere Herrscher so leben. Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem Byzantinischen Kaiserreich und wir erklären jetzt Litauen den Krieg. Ich weiß noch nicht, will ich die Walachei noch drin haben? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das geht auch anderweitig klar. Du läufst hier hin. So dahin laufen, ja, das ist aber Kokolores, ne? Lass mal hier hin. Investieren. Wir bauen auch wieder Schulden ab. Zumindest versuchen wir es. Auch das ist noch so eine spaßige Angelegenheit. Wir haben. Was haben wir denn noch so am Start, wo wir uns so drum kümmern müssen? Ich glaube, das sind jetzt erstmal so, die wichtigste Aufgabe ist jetzt erstmal Litauen Platz zu machen. Mal sehen, können sie uns auch alleine von der Truppenstärke halt her deutlich unterlegen. Auch die Flotte machen wir ganz schnell platt. Müssen wir hier ein bisschen splitten. Gut. Dann kannst du nämlich schon mal. Wo ist denn seine Hauptstadt? Aber wie schon seine Hauptstadt liegt, lag seine Hauptstadt etwa auf der Krim. Lauf mal einfach nach Vilnius hoch. Lauf hier hin, das ist so seine Armee, oder? Achso, vielleicht wollen wir es trotzdem noch Kriegssteuern, ne? Weil wir müssen ja Schulden abbauen. Oh, die Armee ist down. Und du wolltest hier hoch. Hier hoch und du wolltest hier hoch, meine ich zumindest. Wir haben übrigens, ja, wir haben momentan eine Regentschaft unserer Basilissa. Ne, ich habe ja so Probleme damit, meine Herrscher hier am Leben zu halten. Finanziell drückt der Schuh auch noch ein bisschen. Momentan nicht so die allerbesten Voraussetzungen für uns hier. Ja, wir treiben mal den Kriegsstand ein bisschen hoch. Und unser Ziel ist es ja eigentlich, dass wir demnächst nochmal gegen die Mamas zu Felde ziehen können. Denn da gibt es nochmal Provinzen zu holen, ne? Was haben wir noch hier? Momentan nix.
Wir verbessern nochmal Beziehungen. Freundschaften muss man ja bekanntlich pflegen. Diese Kriegsandrohung wollte er nicht haben, aber wenn er merkt, dass wir ihn an die Wand klatschen, dann will er ganz schnell Frieden machen. Ah, seine Nationalisten hier greifen mich an. Wir verbessern unsere Beziehungen selbstverständlich. Gut. Gut, dann hat er keine Truppen mehr. Ha! Okay, jetzt kommt es zu spät, ne? Ich hätte halt gern die Institutionenverbreitung für den wahren Glauben gehabt. Ha, damn, ne? Und genau, stimmt, wir haben ja eine Nation konvertiert. Ich weiß nicht mehr, welches war. Ich glaube, es war Genua. Wobei die jetzt sunnitisch sind. Okay, ich glaube, das war... Ja doch, genau, wir haben Genua konvertiert. Bescheuert, ne? Oh, mallorquinische Nationalisten. Das sind doch die schlimmsten von allen. Du bekommst ein bisschen mehr Autonomie. Wann kann ich ein goldenes Zeitalter beginnen? 3 Aufgaben muss ich erfüllen, alles klar. Weil wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein goldenes Zeitalter. Sekunde, Missionare. Prestige pro Entwicklung, nicht so verkehrt. Institutionenverbreitung, wahre Glaube. Kriegspunktkosten. Ja, wenn man die Institutionenverbreitung, weil wir werden demnächst auch schon wieder eine Institution bekommen, wage ich zu prophezeien. Gehen wir mit der Armeefinanzierung auch ein bisschen runter. Unsere Festung nochmal einmotten. Die brauchen wir nämlich gerade auch nicht. So, und da seht ihr hier, ne, da haben wir dann nämlich auch schon wieder alles am Start. Hier geht nach Jedischkul. Du gehst mal hier hin. Und gehst dann auch nach Jedischkul. Das hat man gerade sein. Dann lässt sich hier in jedes cool abholen. Wir konvertieren noch eine Provinz. Wie viel Kohle machen wir? 16,6. Das ist nice. Kommen wir aus der Walachei zurück. Also ich brauche Kaffer, ich brauche all dein Geld. Ich brauche die Kriegsreparationen. Ich hätte gern, dass du hier die Rivalität beendest. Das sieht doch gut aus. Einen Anspruch auf Pinsgas, aber wo ist das?
You can't be serious. Das ist ein Choranspruch. Aber wie soll ich sowas fordern, ne? Lol, ich kann das fordern. Und ich kann alles drumherum auch fordern. So, ich bin behämmert, ey. Muss ich Angst vor Russland haben? Mit 5000 irgendwas Schulden wahrscheinlich noch nicht so, ne? Wobei wehtun können die einem immer. Ja, ich würde sehr, sehr gerne hier noch angreifen, ohne dass Großbritannien mitmacht. Weil Polen gerade echt ziemlich down ist. Wie lange gelten erstmal noch meine Kriegsreparationen? 89, okay. Bei wie viel bist du? Bei 80%, das ist nicht schlimm. Genau, schönen Moment, ich kann nochmal konvertieren. Das machen wir natürlich auch. Ich könnte mir fast überlegen, mir noch hier diesen Chor zu holen. Das Doofe ist, hier ist dann schon Russland, ne? Hat das Ding konvertiert. Aber die haben nicht mehr so lange religiösen Eifer. Auch wieder orthodox, ne? Ja, das müssen wir mal gucken. Oh, 30 krimische Nationalisten, oder was? Ja. Stehen. Polen tritt Posen an Brandenburg ab. Hennegau wird zum Vasallen von Österreich. Polen lässt Schlesien in die Unabhängigkeit. Mecklenburg entlässt Lübeck und Pommern in die Unabhängigkeit. Katholisch wird zum offiziellen Glauben im Heiligen Römischen Reich. Das war ein Ligakrug. Mecklenburg wird alle Verträge mit Polen aufkündigen. Als Verteidiger leidet Österreich ein Grundbeziehungsmaß von 4,5 aggressive Expansion. Okay, gut, man muss jetzt natürlicherweise auch sagen. Wahrscheinlich ist das, dass ich hier viel von den Briten sehen werde. Naja, es hat mir immerhin die Option gegeben, hier noch eine Provinz zu erobern, ne? Rekrutieren wir ein paar Truppen. Ja, es war so klar, dass Böhmen so, dass Böhmen Schlesien angreift. Nur warum?
Ah, die hatten nur mit Österreich einen Waffenstillstand, okay. Das Ding gehört noch Polen. Lol. Ah, Platz 2 hinter Frankreich. Wer hätte es gedacht? Wenn Großbritannien hier in so einen Krieg mit reinjoinen würde, dann ist die Frage, wer sind noch deine Rivalen? Ja gut, Österreich kann ja nicht mitmachen. Frankreich könnte mitmachen. Würden die aber niemals tun, oder? Weil die doch Schulden haben, ne? 5.437. 8.000 Schulden, Leute. Ich hab's rausgefunden, wie ihr einfach nur Russland und Frankreich total breaken könnt, verbindet euch mit denen und auf einmal kriegen die nichts mehr auf die Kette. Dann kann Frankreich auch gerne mal Kastilien erben oder annektieren. Macht überhaupt nichts. Die gehen komplett down. Was ist denn das für eine Spielversion hier? Wow. Wie viel kostet mich das Ding? 519, das kriegen wir doch hin. Dann bekomme ich diesen Prestige-Bonus, ne? Ich brauche diese Missionarstärke halt. Das Einzige, was du mit Russland noch machen kannst, ist sie zu erben. Ich hab's befürchtet. Können wir hier irgendwie so Provinzen zusammenfordern, aber ich meine, was will ich denn da oben? Na gut, ich habe einen permanenten Claim drauf, ne? Also vielleicht machen wir das irgendwann anders nochmal, aber... So, die werden wahrscheinlich irgendwann hier langstiefeln. Die Langstiefel. Aber dann ist das halt so. Ich hätte noch die Krim fordern können. Stimmt eigentlich. Hätte ich machen können. Musste ich aber nicht machen. Just saying. Okay, wir sind unsere Schulden los. Wir bauen noch ein bisschen Kohle auf, denn ich brauche für den Krieg gegen die Mamas, brauche ich auf jeden Fall mehr Truppen.
13 gehen noch, okay. Gerade mal so ein bisschen hier gucken. Hormus ist ja fucking groß, ey. Würden die niemals machen, ne? Boah. Okay, pass auf, Idea. Ich kann Aragorn nicht mehr rivalisieren. Damn it. Polen rivalisieren ist doof. Hier noch 5 Jahre. Krieg weit weg. Also ich würde jetzt mal sagen, so weit weg ist der jetzt auch nicht, ne? Ich meine, naja, egal. Schulden, ja. Schulden. Es fängt gut an. Schulden. Und Schulden. Okay, die haben auch Schulden. Wir haben auch zu viel AE. Das ist das Doofe an der Sache. Der nächste Krieg muss eigentlich gegen die Mamas sein. Ich kann einen Erniedrigungskrieg gegen Polen führen. Das bringt mir aber nichts. Das kostet zu viele Ressourcen. So, Missionarsstärke ist da. Baugeschwindigkeit für Regimenter wurde erhöht. Auch nicht so verkehrt. Wir sind ja auch noch hier der Zeit voraus. So, jetzt rekrutieren wir mal ein paar Einheiten. Stopp. Quark, was du da machst. Wir haben 76% religiöse Einheit, haben wir uns mittlerweile zusammen ergaunert.
In der Hauptstadt? Ne, Athen ist das. Boah, Alter, mach Steuereinnahmen, das ist vollkommen egal. Ich könnte Neapel auch angreifen, aber der Kirchenstaat frisst ja jetzt auf. Oh, Österreich hat mich rivalisiert. Ja, bei mir macht halt keiner mit, ne? Es müsste halt irgendwie Frankreich oder irgendwie jemand mitmachen. Aber alle Leute, die ich halt möglicherweise an meiner Seite haben könnte, sind bis über beide Ohren verschuldet. Aber mir fallen da auch keine Metaphern mehr für ein, ne? Wir können jetzt sagen, das ist ein riesiges Loch, wo einfach nur wo deren Geld drin versinkt, aber auch ein Loch hat ja noch einen Rand, ne? Also das würde ja hier auch überhaupt nicht mehr passen. Boah, jetzt fangen alle an mich zu hassen, ne? Wir gehen ein bisschen übers Truppenlimit. Hihi, Kriegspunkt kostet minus 20%. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Aber ich bin noch hier halt so hinter der Zeit, ne? Ja, wobei, wir reduzieren die Korruption eigentlich auch ganz gut. Albrecht Christian der Erste von Hohenzollern, okay. Oh, Hormus macht nicht mit. Verschuldet. Interessant. Okay, Khorasan würde noch mitmachen. Die sind auch gerade noch im Krieg. Verteidiger. Weiß ich jetzt halt nicht, ob sie das schaffen, da die Punkte nochmal rauszuholen, ne? Zweifelsfall die Unruhe.
Wir müssen halt mal mit der Diplothek weiterkommen. Es nervt mich. Ich hätte gerne hier die flexible Verhandlung. Können wir uns hierüber immer noch holen? So, der 1. April. Ich bin gespannt, welchen April-Scherz das Spiel als nächstes für mich bereithält. Korazan wird halt leider mitmachen. Erstmal so, wie es aussieht. Die haben da zwar so eine Revolte. Immerhin, das sind schon ein paar. Timuriden-Nationalisten. Und guck mal, die Timuriden haben isfahanische Nationalisten. Großartige Zeiten für Nationalismus hier in diesem Spiel. Feindkulturen müssten wir doch mittlerweile haben. Jetzt bin ich platt. Jetzt bin ich platt. Ich habe alle. Ich habe sogar die gotischen. Sogar diese wertlose Insel von Kreta eingenommen. Oder will das Spiel mir jetzt etwas sagen, weil ich türkisch akzeptiere, brauche ich diese vier auch noch. Besitzt alle byzantinischen Provinzen. Oder möchtest du mir sagen, weil das hier mein Chor ist, ist das eine byzantinische Provinz? Aber das ist ja nicht meine Kulturgruppe. Aber es könnte fast sein. Das probieren wir im nächsten Teil mal aus. Bis dann sage ich, macht's gut. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.